Guten Morgen, liebe Trader, und herzlich willkommen zu einem neuen Live-Trading-Video. Ja, heute zwei schöne Sachen auf der Agenda. Einmal suche ich hier einen Long im Euro-US-Dollar. Warum? Und zwar letzte Woche großes Event hier. Wir sind unter die 1,16 durchgerutscht und ja, Grund war, ja, erstmal an dieser Stelle, Donald Trump hat dann hier direkt mal ausgerufen, dass ihm das überhaupt gar nicht passt, dass der Dollar so stark ist. Und prompt ist der Euro wieder zurückgebounced. Und ja, das ist eben immer ein beliebtes Setup, wenn der Markt hier bedeutende Tiefs reißt. Wir sehen hier auf dem Stundenchart unter die 1,16 gerutscht. Mit Stundenclose unter die 1,16 die ganzen Stops abgeräumt, ja, viele, die bisher long waren, aus dem Markt geholt und dann schön nach oben durchgebounced. Und ja, der Tweet von Donald Trump war quasi der fundamentale Grund, aber hier natürlich auch der technische Grund, dass hier eben die Stops dann schön abgeräumt worden von allen, die long waren und der Markt dann erstmal hier nach oben gezogen ist. Ich sehe das Ganze jetzt also hier als Breakout und was wir jetzt sehen als Korrektur und versuche hier an dieser Stelle long in den Markt zu gehen. Und ja, ich hatte ja im letzten Video bereits meine neue Handelsplattform vorgestellt und werde die natürlich jetzt auch hier zum Einsatz bringen. Ich habe mir jetzt hier dieser letzten Aufwärtsbewegung H1 im Euro das Fibonacci Retracement gezogen. Und wir laufen jetzt das 50er Retracement an und eventuell noch das 61,8er Retracement. Wir sehen, wie schön wir hier im Abwärtstrendkanal korrigieren. Und ich möchte hier jetzt irgendwo zwischen dem 50er und 61,8er Retracement in Long-Richtung dabei sein. Und ja, ich werde diese Aufgabe dem Stereo-Trader überlassen. Das heißt, ich will, dass er mir innerhalb dieser Zone einen Einstieg in Long-Richtung sucht und dann eben lasse ich mich hier einstoppen in Long-Richtung und werde dann im Nachhinein die Position verwalten. Warum ich noch hier auf einem Long-Trip bin, sage ich euch in einem der nächsten Videos. Und ein weiteres Kriterium für den Einstieg hier, wenn ich mir hier ein Level raussuche, dann gucke ich hier mir die VPOX der vergangenen Handelstage an und wenn wir da jetzt mal runtergehen, dann sehen wir, dass wir hier auf der Marke von 1,1687 einen wichtigen Volumenunterstützungspunkt haben. Das heißt, wir haben hier durchaus noch ein bisschen Platz nach unten, aber wenn meine Long-Idee aufgehen sollte, dann sollte der Markt jetzt hier innerhalb der nächsten Pips drehen. Das heißt, ich beobachte hier auch gleichzeitig den Future und denke, dass er hier nochmal irgendwo in diesem Level runterkommt und dann dreht. Das heißt, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß oder ich vermute, dass er hier irgendwo drehen wird und dann nach oben abziehen wird. Von daher werde ich jetzt gleich mal die Automatik im Stereo Trader anwerfen, um mir hier einen Einstieg in Long-Richtung ausgeben zu lassen, beziehungsweise suchen zu lassen. Dann DAX, auch eine interessante Geschichte jetzt im Moment. Wir sind hier aus dem H1 Trendkanal, den haben wir erst nach oben verlassen und wie ich immer wieder sage, Trendkanäle können, Ausbrüche aus Trendkanälen, das ist hier ein normaler Trendkanal, können nie lange gehalten werden. Ja? Die Frage oder die Schwierigkeit ist natürlich immer, wie lange kann ein Markt außerhalb von einem Trendkanal laufen, es geht nie lange gut und er ist dann hier eben wieder zurück in den Trendkanal reingebrochen, nochmal direkt von der unteren Trendkanallinie abgeprallt und dann mit brachialer Macht nach unten durchgeschossen. Das Ganze hängt natürlich dann wieder zusammen mit dem Euro, die Korrelation, die negative Korrelation Euro-DAX. Der Euro schoss nach oben in dem Moment, wo der Donald Trump das eben angekündigt hat, dass ihm hier der Dollar zu stark ist. In dem Moment schmierte der DAX hier ab, aus dem Trendkanal rausgefallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir hier durchaus auch nochmal die obere Trendkanallinie antesten. Das würde dann in etwa übereinstimmen mit dem 61,8er Retracement
im Euro bzw. mit dem VPOC, der hier angelaufen werden soll. Und ja, von daher würde das dann in etwa so aufgehen. Das heißt, ich denke jetzt, dass wir hier diese abwärts verlaufende Trendkanallinie, wo der Markt jetzt eben auch gerade dranhängt, ihr seht, wie der Markt diese Linie respektiert. Ja, ist jetzt auf dem Stundenchart, aber für einen Scalp wäre es auch schon wieder gut gewesen. Ist jetzt allerdings erst 10 vor 9 und so früh bin ich dann auch noch nicht zugange. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir hier nochmal diese abwärts verlaufende Trendlinie nach oben rausnehmen und dann dieses Level hier, solche Levels werden meistens nochmal angelaufen, um eben alle nochmal abzuholen, die hier irgendwie short gegangen sind, um die eben dann nochmal mitzunehmen und abzugreifen, die Trader. Ja, gehen wir mal auf den Schlusskurschart und dann können wir uns noch wertvolle horizontale Unterstützungen einzeichnen. Diese zum Beispiel. Und wenn wir dann wieder auf den Kerzenchart sehen, gehen, dann sehen wir auch, dass dieses Level mit dem Level hier übereinstimmt. Ein wichtiger Kreuzwiderstand, eine wichtige Clusterzone, von der aus wir durchaus einen Short versuchen können. Wie starten wir dann den Short? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder wir legen uns dann eine Limit oder wir warten einfach, bis die Aufwärtstrendstruktur gebrochen ist, so wie sich es im Moment jetzt ankündigt. Aber jetzt ist erstmal noch vorbörslicher Handel und ja, jetzt erstmal noch kein richtiger Markt. Aber wenn wir dann jetzt demnächst hier richtige Kursdaten reinbekommen, wäre dann eben meine Idee, hier bis hier oben noch den Long abzuwarten und hier oben dann an der aufwärts verlaufenden Trendlinie an dieser Clusterzone zwischen dem Hochpunkt und diesem Beginn des Abverkaufs und der aufwärts verlaufenden Trendlinie einen Short zu suchen. Und auch hier werde ich wieder dann den Einstieg im Stereo Trader überlassen. Werde dann nach meiner Delta Power Strategie den Einstieg in Short Richtung suchen und analog dazu den Einstieg im Euro US-Dollar in Long Richtung und nehme euch dann wieder mit, wenn die Geschichte weitergeht und die ersten Trades laufen. Bis dann, ciao, ciao. So, liebe Trader, ich starte die erste Aktion im Euro-US-Dollar. Ich gehe nach der strategischen Order. Der Dirk Hilger hat das im letzten Video bei Tickmill vorgestellt, in der letzten Einführung. Und das ist wirklich eine saugeniale Sache, denn man braucht sich einfach nicht mehr wirklich um den Einstieg zu kümmern. Ich überlasse einfach die nervige Aufgabe des Einstiegfindens dem Stereo-Trader, indem ich hier eine automatisierte Grid Order auslöse und diese dann auch halten lasse. Meine Positionsgröße von 2 Lot wird dann eben aufgeteilt und ihr werdet es jetzt gleich sehen. Und ich lasse den Stereo Trader so lange wurschteln. Es kann natürlich sein, dass er jetzt nochmal massiv gegen mich läuft, erst bis zum 61,8er Retracement. Macht aber alles nichts, wie ihr sehen werdet. Früher oder später werde ich meinen Einstieg hier bekommen. Und ja, jetzt starten wir mal den Long. Das richtet sich nach der ATR. Und jetzt gehen wir mal hier an dieser Stelle Long. Ja, und ihr seht, der Stereo Trader berechnet automatisch den Stop Loss. Wenn ich will, kann ich einen Take Profit setzen. Ich möchte allerdings hier zunächst mal trail ich den Markt mit dem PLA Peak hinterher. In der Folge werde ich dann allerdings den Trade selbst managen. Also ich möchte ihn dann schon selbst verwalten. Aber jetzt erstmal, ja, am Anfang steht eben die Trade-Idee. Wir haben hier auch eine wichtige Unterstützungszone hier am 50er Retracement, wie ihr hier seht. Und das ist jetzt einfach eine super Sache. Er kann natürlich hier nochmal durchscheppern bis zum 61,8er Retracement, aber er sollte hier eigentlich dann doch irgendwo drehen. Und ja, wenn was passiert, dann schalte ich euch wieder dazu. Und jetzt sind wir schon mit dem ersten Trade gefillt. Und ihr seht, es wird hier so ein kleines Order Grid vom Stereo Trader aufgelegt. Und wenn er jetzt hier nach unten durchscheppert mit Macht,
dann schiebt er hier alle erstmal nach unten durch und vielleicht löst er noch ein, zwei aus. Aber ich werde hier keinen großen Verlust erleiden. Und wenn ich jetzt hier auf Halten drücke, dann legt er mir jedes Mal wieder neu das Order Grid. Und ja, eben so lange, bis ich eben in meiner erwarteten Richtung bin und ich dann den Trade selbstständig verwalten kann. So, schauen wir mal kurz auf den DAX, was er macht. Er hat jetzt hier rum, er klebt hier noch an dieser abwärts verlaufenden M30, M15 Trendkanallinie. Ja, wir sind also hier auch aus diesem Abwärtstrendkanal nach unten ausgebrochen und wie ich bereits vorhin gesagt habe, außerhalb von Trendkanälen kann sich der Markt nie lange aufhalten. Den Trendkanal gestern zurückerobert habe ich auch gut mitgenommen. Und jetzt hängen wir eben hier an der aufwärts verlaufenden Trendlinie. Vielleicht, wahrscheinlich hier prallen wir nochmal ab und dann nach oben. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt direkt nach unten scheppern. Wir werden sehen, die zweite Order im Euro-US-Dollar ist gefüllt. Und ja, kommen jetzt hier eben weiter runter. Und selbst wenn ich ausgestoppt werde, ist das überhaupt kein Problem. Ich lasse den Stereo Trader einfach jetzt so lange diese Grids setzen, bis er mir einen Einstieg gibt. Und ja, dann schalte ich euch wieder dazu, wenn die Geschichte hier weitergeht. Bis dann. So, liebe Trader, ihr seht, so schnell kann es gehen, dass sich der Stereo Trader hier reinrödelt in eine Position. Und das ist wirklich cool. Wir sind jetzt mit 126 Euro bereits im Plus. Und ja, ich setze den Stop jetzt einfach auf Break-Even. Ich habe ja gesagt, ich lasse ihn hinterher trailen, aber das mache ich nur, wenn der erste Trade im Verlust landet. Ja, also wenn der erste Trade, den schalte ich jetzt gleich mal aus. Dann lasse ich den so lange weiterrödeln, bis ich eben im Gewinn bin. Und der rödelt einfach so lange, bis er im Gewinn ist. Das ist einfach recht praktisch. Und jetzt kann ich quasi schon den Trade selbst verwalten. Heißt, ich kann bereits mal anfangen, hier eine Position rauszunehmen. Und dann suche ich mir hier mal die schlechteste aus, mit dem schlechtesten Einstieg. Ja, der Stereo Trader akkumuliert ja quasi die Positionen alle, sodass wir jetzt nur noch, ja, ein Break-Even handeln und das ist auch sehr komfortabel. Ja, da ich den Trade länger plane, lasse ich diese 2x 0,4 Lot jetzt erstmal weiterlaufen, denn er kann ja durchaus hier oben nochmal abprallen, nochmal runterkommen und dann mein angedachtes 61,8er Retracement nochmal antesten. Das kann mir natürlich passieren, aber so ist halt Trading, ja. Wir versuchen Einstiege zu finden, versuchen dann in diesem Fall hier Swing Trading, ist jetzt kein Scalping, einen längeren Trade zu finden. Das geht natürlich 100 Mal schief, aber dann das 101. Mal kriegen wir dann den Home Run und wir haben jetzt schon mal dann immerhin einen Teilgewinn mitgenommen. Und ja, schauen jetzt einfach mal, wie die Geschichte sich hier weiterentwickelt. Und ich schalte euch wieder dazu, wenn es weitergeht. Bis So, ich dann. möchte euch noch mal kurz dazu schalten, um euch zu zeigen, wie auf dem 5-Minuten-Chart, wie man hier sieht, wo wir eingestiegen sind. Ja, dank dieser Limit Pullback Order quasi im Docht und mal ganz ehrlich, wer schafft das manuell? Ja, also das kriegst du einfach nicht hin. So, das kriegt man nicht hin manuell. Und der Stereo Trader schiebt halt einfach dieses ganze Grid nach unten und holt sich dann die Orders ab. Und die werden dann eben in der Summe aufaddiert. Jetzt sind wir noch mit 0,8 Positionen long. Und wir schauen mal, wie die Geschichte weitergeht. Im DAX warte ich noch. Wir haben noch keinen Trend etabliert. Im Future sehe ich, dass wir mit einem kleinen Gap aufgemacht haben. Das haben wir jetzt auch schon wieder geschlossen. Also ein kleines Aufwärtsgap ist durchaus Drive nach oben zu sehen. Allerdings ist noch keine Lage ersichtlich, wo wir hier, ja, ob die Bullen oder die Bären die Übermacht übernehmen. Das werden wir jetzt dann sehen in der nächsten Stunde, denke ich. Und wenn sich ein Trend etabliert hat, also ich kann nur jedem Anfänger davon abraten, während der Eröffnung irgendwas rumzugurken. Ja, das sind immer sehr gefährliche, sehr schwierige Situationen innerhalb der Eröffnung.
Und lieber einfach warten, bis sich ein Trend etabliert hat. Und diesen Trend kann man dann einordnen, den kann man dann, ja, einen Trend kann man auf jeden Fall gut traden, aber eine Sideways Range ist sehr schwer zu traden, beziehungsweise man kann da in kurzer Zeit Unmengen an Geld verbrennen. Ja, also da kann durchaus in so einer Sideways Range innerhalb von kurzer Zeit ein großes Konto selbst draufgehen, deswegen einfach abwarten, bis sich ein Trend etabliert hat. Und einen Trend kann man besser einordnen, man kann Trendkanäle einzeichnen, man kann Trendbrüche handeln, man kann die Extremzonen traden und hat das einfach besser im Überblick. Lassen wir einfach die ganzen, ja, die ganzen Idioten, sagen wir mal, die ganzen Anfänger hier in der ersten Minute, in den ersten Minuten sich austoben und ihr Geld vernichten. Wir warten, bis sich ein Trend etabliert hat, bis sich unsere Zielzonen treffen, bis unsere Zonen angelaufen werden und dann entscheiden wir, ob wir einsteigen, wie wir einsteigen und sehen ganz genau, wenn das Delta kippt, wenn der Trend gebrochen wird und dann ist unsere Stunde gekommen, aber nicht direkt in der Eröffnung, schon gar nicht ohne den Stereo Trader. Also, bis später, ich schalte euch wieder dazu, bis So, dann. hallo liebe Trader, ein kurzes Update zu meinem Trade bzw. zu meinen Trades. Ja, der Euro ist jetzt hier oben rausgezimmert, hat einen M15 Close außerhalb des Trendkanals gemacht. Er testet jetzt gerade hier das Ausbruchslevel, kommt hier zurück, kann hier sogar auch nochmal bis zum Daily Central hier zurücklaufen, kann er alles machen. Wäre nur schön, wenn er mich nicht ausstoppt. Bin jetzt Break-Even abgesichert. 212 Euro bislang im Gewinn. Gewinn bis heute 40 Euro. Ja, ich möchte jetzt aus dem Haus, denn es wird warm und ich möchte gerne jetzt erstmal zum Sport und möchte mir daher im DAX noch ein Order Grid legen, hier oben an die Kante, wo ich denke, dass wir nochmal hinlaufen. Das heißt, ich lege mir hier eine Sell-Limit, halte die Shift-Taste gedrückt und lege mir hier nochmal so ein Order Grid. Das heißt, wenn der DAX hier hochläuft, möchte ich hier mit einem Stop-Loss von 20 im Markt sein. Das sind jetzt verkettete Orders, so Grid-Orders, so ähnlich wie das, was ich eben gerade gemacht habe, nur nicht automatisiert. 20 Punkte Stop-Loss. Den Trailing-Stop möchte ich ausgeschaltet haben, aber ich möchte, dass er mich ab 25 Punkten im Gewinn auf Break-Even stellt. Und dann kann ich ja, dann kann ich quasi jetzt in Ruhe aus dem Haus gehen und kann hier warten, was der Stereo Trader draus macht aus der Geschichte. Und wenn ich wiederkomme, werden wir weitersehen. Ja, Euro kommt jetzt erstmal zurück. Und wie gesagt, er sollte jetzt hier eigentlich davon abprallen. Wenn nicht, werde ich mir am 61,8er Retracement, also hier unten, dann erneut einen Einstieg in Long-Richtung suchen. Ich stoppe die Aufnahme und schalte euch später wieder dazu. Es ist jetzt 10:04 Uhr und wir schauen, wie sich mein Trading-Tag weiterentwickelt. Jetzt geht's zum Sport. Bis später. Ciao, ciao. Hallo, liebe Trader, da bin ich wieder zurück. So, was ist passiert? Ja, während ich weg war, ist der DAX hier oben rausgehämmert, hat genau das Level angelaufen, was ich auch, ja, was ich mir auch ausgeguckt hatte, eben dieses Abverkaufslevel von gestern. Er ist dann kurz zurückgetraced, aber ich hatte ja 20 Punkte, 25, 20 oder 25 Punkte Break-Even eingestellt und das hat er leider nicht ganz erreicht. Ich hätte also bei 10 Punkten wäre ich noch Break-Even rausgekommen, aber er ist dann davon abgeprallt von dem Widerstand und nach ist er eben hochgelaufen und hat meine ganzen Positionen rausgehämmert. Das Minus für heute jetzt also bei 92,54 €. Aber ich bin noch nicht wirklich von Long im DAX überzeugt. Das heißt, ich warte jetzt erstmal. Wir haben jetzt 13:30 Uhr. Ich warte jetzt erstmal, was die Amis machen, ob die hier oben raushauen. Der Dow, der kann natürlich seinen Pivotpunkt bei 25.215, sein Wochenpivot hier, das alte Wochenhoch hier anlaufen, bevor er Short geht
Und ja, ich warte hier jetzt auf einen Trendbruch im DAX bzw. auf einen Rückfall in diesen normalen M15, M30 Trendkanal. Und dann lasse ich den Stereo Trader wieder hier so eine strategische Order durchrödeln, bis wir im Gewinn sind. Einstweilen ist unser Euro-US-Dollar-Trade, der läuft weiterhin sehr gut, gewinnt 319 Euro bisher. Und ja, sieht gut aus. Und er wird jetzt auf Stundenbasis nachgetrailt. Ja, jetzt mache ich mir erst was zu essen und dann schauen wir mal, wie sich der DAX weiterentwickelt. Und dann schalte ich euch wieder dazu. Bis dann. So, nur noch mal ein kleines Update, wie ich den Trade im Euro-US-Dollar weiter manage. Das Stop, den richtigen Stop lasse ich auf Break-Even, aber ich lasse eine der beiden Positionen lasse ich hinterher trailen. Und zwar geht das so, indem ich hier oben jetzt die 0,4 einstelle. Wir sind ja long, das heißt, ich brauche hier eine Sell-Stop Short. Jetzt habe ich eine Sell-Stop in 0,4 Lot Short. Und lasse diese Order, hier gehe ich hier auf Bearbeiten und lasse diese Order hier hinterher trailen. Gehe auf Order Trail, PLH Peak. Und da ich auf H1 schon bin, ich möchte allerdings hier ein bisschen Trail Abstand, mache ich mal 5 Punkte. Ja, etwas Spielraum lassen. So, und wenn der Markt jetzt hier eben durchscheppert, bin ich hier schon mal mit einer Position glattgestellt, aber die andere bleibt dann noch weiter laufen und gibt mir quasi das Potenzial, dann doch noch mehr aus der Position rauszuholen. Und wie gesagt, diese wird hier jetzt auf H1 im Modus PLH Peak dem Markt hinterher getrailt. Bis dann, ciao. So, liebe Trader, kurzes Update. Eine meiner Euro-Positionen ist raus im Gewinn. Hatte ja hier den Teilverkauf abgewickelt. Nach PLH Peak auf H1 hat mir dann nochmal einen Gewinn von 139 Euro gebracht. Und jetzt sehen wir gerade, ja, wie die Märkte etwas nachgeben. Und ich nutze die Gelegenheit, um hier im DAX mich nochmal in eine Short-Position reinzuwursteln bzw. reinwursteln zu lassen. Denn durchaus könnten wir hier eine Korrektur bis aus 50er bzw. 61,8er Retracement sehen. Der DAU ist noch schwächer unterwegs, er kommt gar nicht gut in die Gänge. Und ja, nachmittags geben ja die Amis hier den Takt an. Von daher lasse ich mich jetzt hier nochmal in eine Short-Position reinwursteln. Im DAX nehmen wir nochmal diese 5x ATR durch 3 Strategie und ich nutze 15 Kontrakte und drücke auf Short und sag ihm, er soll diese Position immer wieder ausführen, sobald eben das Ziel erreicht ist. Am Anfang werde ich jetzt erstmal hinterher trailen. Aber sobald wir einigermaßen dann im Gewinn sind, werde ich die Position selbst verwalten und werde dann alle aufgelaufenen Positionen eben manuell nachtrailen bzw. manuell verwalten. Ja, soweit dazu. Und wenn die Geschichte hier weitergeht, er wurschtelt sich jetzt also in die Position rein. Kann natürlich sein, dass ich ein paar Mal ausgestoppt werde, aber ja, die Erfahrung zeigt, dass er sich früher oder später hier in den Profit vorwurschtelt. Und ich habe mit der ganzen Geschichte keinen Stress und kann in der Zeit was anderes machen, kann mich dann wieder um die Position kümmern, wenn sie im Gewinn ist und kann dann eben meine Position verwalten, Teilverkäufe mitnehmen, nachskalieren und so weiter, was alles so Schönes anfällt. Bis dann. So, liebe Leute, ein kleines Update zu meiner strategischen Order, ja, das Delta war ab hier jetzt die ganze Zeit negativ, seitdem wir den Aufwärtstrend gebrochen haben. Deswegen bin ich hier auch die Short Order eingegangen. Wir wurden dann noch einmal ausgestoppt, das heißt,
haben ja nochmal einen Verlust kassiert. Mit minus 170 sind wir jetzt raus für heute. Und die Order läuft weiter, die strategische Order. Ich lasse sie weiter short durchhandeln und melde mich dann später nochmal am Ende des Tages mit dem Tagesergebnis. Schauen wir uns noch den Euro an. Der Euro ist weiterhin da oben festgetackert. Da passiert nichts Besonderes. Und ja, der DAX schmiert jetzt, wie zu erwarten war, schmiert er jetzt hier schön ab. Ich lasse die strategische Order einfach nochmal weiter rödeln. Lass sie noch weiter hinterher trailen und melde mich dann wieder, wenn ich heute Abend das Tagesergebnis habe und wir schauen uns an, was die Order aus dem DAX rausgeholt hat. Bis dann. So, hallo liebe Trader, ich melde mich noch einmal aus der Trading-Zentrale. Ja, ich habe ja den DAX für mich rödeln lassen, beziehungsweise den Stereo-Trader mit dem automatischen Short Setup und das Tagesergebnis lautet 96,69 € im Plus. Ja, ich bin wirklich erstaunt, was diese automatische Order alles leistet. Hier sind mal alle Trades des Tages. Ja, also jede Menge Trades sind aber halt auch aufgrund dieser Grid Orders eben viele kleine Orders, die dann eben geöffnet und geschlossen wurden. Ja, hätte ich die Grid Order am Anfang nicht gelegt, wäre das Ergebnis noch besser gewesen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Jetzt sind wir durch für heute. Und morgen geht's weiter. Jedenfalls ist eine schöne, entspannte Sache hier den Stereo Trader für sich handeln lassen. Ja, der Euro-US-Dollar, eine Teilposition wurde ja ausgestoppt, die andere läuft noch. Rekapitulieren wir nochmal den Tag. Also, der Euro-US-Dollar-Trade ist eigentlich astrein aufgegangen. Ich hatte ja gesagt, entweder am 50er oder am 61,8er-Retracement wollen wir hier long gehen, Unterkante des H1-Trendkanals. Und habe hier eben den Stereo-Trader mit einer Grid-Order beauftragt. Und ja, das hat soweit perfekt funktioniert auf den ersten Anlauf. Mit einer Teilposition sind wir jetzt, wie gesagt, hier immer noch im Markt und der Buchgewinn beläuft sich auf 90 Euro. Gehen wir zum DAX über. Wie war es hier gelaufen? Auch hier hatte ich eigentlich, ja, hatte ich mir eigentlich heute Morgen alles so zurechtgelegt. Ich hatte ja gesagt, dass er ja wahrscheinlich hier nochmal hochläuft und dieses Level hier antestet, wo wir hier abverkauft wurden. Aus dem Antesten ist dann ein massives Überschießen geworden, wo er dann mein Order Grid auch komplett rausgefeuert hat und ja, was mich dann erstmal in den Verlust getrieben hat. Soweit ich mich erinnern kann, waren das 170 Euro im Minus. Und dann zur Nachmittagsbörseneröffnung habe ich gesehen, wie eben das Delta kippt und wie der Trend von Long auf Short wechselt und habe dann eben den Markt, den Stereo Trader damit beauftragt, hier eine Short-Position in den Markt zu legen, beziehungsweise einen Short-Order-Grid und dieses zu verwalten, sodass ich dann aus dem Verlust nochmal in den Gewinn gekommen bin. Das war doch eine schöne Sache. Ja, jetzt werden wir sehen, wie es morgen weitergeht. Wir sind jetzt hier also nochmal in diesen Trendkanal reingelaufen. Kann also gut passieren, dass wir hier morgen jetzt mal die Unterseite des Trendkanals antesten oder dann auch direkt rausfallen und nach unten in Short-Richtung durchsausen. Alternatives Szenario wäre, dass wir hier an dieses Level nochmal ranlaufen und von hier aus dann, das ist die Marke von 12.706 Punkten und nach einem Trendbruch dann in Short-Richtung hier nochmal abdriften. Ja, das war es soweit für heute. Ich hoffe, das kleine Full Day of Live Trading mit dem Stereo Trader hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben und ich verabschiede mich bis zum nächsten Live Trading Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.